Ja, moinsen! Und willkommen zurück zu Pokémon Quest. Im letzten Part haben wir einfach ein Level 60 oder 64 Bisasam bekommen. Und ich sag mal so, ist schon irgendwo nice, ne? Ist schon irgendwo geil, so ein krasses Pokémon zu haben. Und ich werde natürlich auch gucken, dass wir dieses Pokémon auf, zu Bisasflor entwickeln. Das Ganze wird natürlich einiges an Zeit kosten, das ist klar. Wir haben uns angeguckt, okay, wie viele Erfahrungspunkte macht Bisasam denn so als Level 64er Pokémon. Und ja, die Auflösung ist folgende, nicht so viel. Ja, also wenn wir quasi durch diese Level durchlaufen, macht Bisasam halt wirklich kaum Level gut und oder Erfahrungspunkte gut. Ja, also wenn wir uns jetzt nochmal hier das Level von Bisasam anschauen, 64, das ist schon irgendwo krass, muss ich sagen. Das ist heftig, ja. Vor allem auch der KP-Stand und der Angriff ist auch in Ordnung so. Also es ist halt so, wir haben halt dann im Team zwei Tanks, ja. Onix und Bisasam. Aber ich denke mir gerade so erstmal Abstand, Brutz. Denn wir wollen natürlich auch gucken, dass wir Tauboga zu Zauberboss entwickeln. Das ist auch sehr wichtig, damit wir auch gucken können, hey, wie sehen die Werte denn von Tauboss aus, nachdem es sich entwickelt hat, von Tauboga zu Tauboss, ihr wisst Bescheid so. Ne? Da muss man erstmal so ein bisschen gucken. Ja. Klar, ohne Frage, Tauboga ist auch stärker als ein Bisasam, ja. Das heißt, der Windstoß erzeugt mehr Schaden als der Rankenhieb von Bisasam. Also, moinsen. Alter, hör auf mit diesem verdammten Boomerang, du Arsch. Dankeschön. So, das wäre die erste Welle. Jetzt kommen wir direkt zur nächsten. Und das ist nämlich natürlich hier ein Arrbock. Gegen das Ding haben wir im letzten Part auch schon gekämpft. Ah, oh, es hat Aussetzer benutzt auf verdammt, Donnerblitz, du alte Sau. Meine verdammte Lieblingsattacke von Pikachu machst du gerade kaputt, ja? Machst du gerade zunichte, ja? Das ist die Rache dafür. Pikachu, du kannst nicht über den Abgrund springen. Siehst du aus wie ein Tauboga, das darüber fliegen kann, Mann? Ich weiß, deine Ohren sind so groß, dass du denkst, du bist Dumbo und kannst über Abgründe fliegen, aber das ist nicht so, okay? Bitte mute dir nicht zu viel zu, ja? Übertreib deine Rolle nicht, Pikachu. Raichu. Weiß Bescheid. Komm schon, okay, wenigstens die Pokémon da unten. Los, Raichu! Los jetzt! Okay, dann eben nicht. Ich merke schon, wenn du keinen Bock hast. Ist okay. Oh Gott, was ist denn hier los, Mann? Oh Gott. Renn doch weg, Tauboga, Mann. Warum rennst du nicht weg? Dumme Sau. Onix, wie geht's dir? Natürlich. Wir hätten mit Bisasam hier reingehen sollen. Oh, fuck it. Es ist so klar, ey. Fuck it. Ey, ich bin noch nicht mal in der Nähe gewesen, Mann. Ja, gut. Also, da würde ich sagen, komm, wir gehen doch mit Bisasam hier rein. Hat keinen Sinn. Das hat keinen Sinn. Wir brauchen einfach ein tankiges Pokémon und das ist an der Stelle auch Bisasam, deswegen rein mit dir. So. Auch wenn wir, wie gesagt, mit dem Ding kaum Erfahrungspunkte gut machen, aber ey, so, wir müssen gucken, wo wir bleiben. Wir müssen gucken, dass wir hier weiterkommen. Ja. Das wird mit Tauboga erstmal nicht passieren. Ich werde Tauboga natürlich weiterhin offscreen trainieren, das ist ganz klar. Aber, nicht hier in dem Part, in dem ich aufnehmen möchte und auch im Spielverlauf weiterkommen möchte. Das mache ich dann vielleicht in Streams oder sowas. Ihr werdet den Stream vielleicht auch sogar schon gesehen haben, indem ich mir Tauboss gegönnt habe. Mal gucken. Ich habe da Bock drauf.
jetzt häufiger auch ein bisschen Pokémon Quest zu spielen im Stream. Deswegen Gönjamin. So, wieder mal das Arbok. Ja, das kennen wir ja schon. Das ist ja nichts Neues für uns. Aber echt krass, ey. Diese Explosionsattacken von Schlurp gerade eben, Mann. Das ist so heftig. Und das Ding ist halt echt... Was soll das? So. Was war das denn gerade eben? Auch nix. Geht's dir gut? Onyx hat gerade eben das Fels abgezogen und es wurde... Ich hab's nicht mal gedrückt. Ich wollte es nicht mal ziehen. Okay. Sehr mysteriös. Sehr komisch. Aber wir merken schon, mit dieser Samen haben wir vielleicht sogar bessere Chancen. Moinsen. Oh, und der Ranken hier, der hat ja sogar Range. Der hat sogar echt gute Reichweite. Und natürlich auch Knockback. Lecker. Na gut, das erste ist klar. Ist ja nichts Neues bei Raichu. Weg hier. Oh Gott. Also ich sag mal so, wenn Onix da gestanden hätte. Oder Bisasam, die wären verreckt. Wir müssen aber auch echt auf Reichweite gehen. Aber ey, natürlich, wenn der das Fels gerade nicht trifft, Mann, was soll ich denn machen? Und bei! Und wegrennen. Onix muss tanken. Du kannst gleich Feierabend machen, Onix. Erstmal musst du gucken, dass du uns beschützt. Weg! Und moin! Wie, die sind paralysiert. Warum? Abziehen! Die können nicht mal abhauen. Los! Oh. Ach, Bisasam, ich liebe dich. Du bist eine geile Sau. Ja, moin! Bisasam, Bruders. Sehr schön. Und ich finde, so schlecht macht Bisasam keine Erfahrungspunkte. Also es sieht nicht so kacke aus, ja? Oh mein Gott, was für gute Kraftstelle wir haben. Direkt mal usen, meine Bruts. Jetzt ist die Frage, was mache ich als nächstes, ne? Cringe, cringe oder cringe oder cringe? Sagt ihr es mir? Ich habe keine Ahnung. So, komm, wir pumpen direkt mal diese guten Steine in dieser Samen rein. Ey, das muss sein. Ja, wir haben keine andere Möglichkeit. Ja. So. Ansonsten. Kritisch. Ich glaube, das wär's dann wieder mit den guten Steinen. Egal, komm, weiter. Wir müssen jetzt auch knapp 7000 Punkte haben, war klar. So, dann gehen wir ganz kurz in die Erfolge rein, pumpen uns mit den Batterien zu, die wir uns natürlich redlich verdient haben. Lol. Dankeschön. Und wir machen weiter. Ich weiß nicht, wollen wir mal probieren, hier nochmal reinzugehen? In Demaforce, weil wir haben jetzt natürlich ein gepushteres Bisasam. Vorher hatte es ja kaum Kraft- und Herzsteine drauf. Jetzt hat es welche drauf und die können sich sehen lassen. Und vielleicht können wir gegen den Boss jetzt sogar ankommen. Mal gucken. Felsgrab drauf. Trifft natürlich nicht, weil, keine Ahnung, sich die Bisa, die Myraplas bewegt haben. Danke dafür auf jeden Fall. Vielen Dank, Kollegos. Sehr gut. Nice Hendo. Ja gut, das war ein unnötiges Felsgrab, aber ist mir jetzt erstmal auch ein bisschen egal. Lal. Aber war schon krass. Wir haben im letzten Kampf einfach 3 Steine bekommen. Das passiert nicht oft.
Los, killen Sie es nun. Danke. Hat es sich ja doch irgendwie gelohnt zu warten. Das war gerade mal die erste Welle, Mann. Wir haben noch so viele Pokémon besiegt. Ernsthaft jetzt? Ja, moin. So, weg mit euch. Zack. Oh, die sind paralysiert. Das müssen wir nutzen. Los. Und oh mein Gott, das andere Duflo ist auch noch paralysiert. Glücktendo. Moinsen. So, komm. Feierabend. Und selbst Reitschwer hält noch gut durch, weil es auch gut natürlich Glück hat, dass es die Gegner gut paralysiert. Lecker. Nom. Schmeckt. So, Giflor war das doch, oder? Als Boss? Giflor? War es Giflor? Ich bin mir sicher, es war Giflor. Ja, okay. Probieren wir es, ja? Komm, drauf, 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 drauf. Komm, noch ein bisschen Damage machen, bevor du stirbst, Raichu. Okay, nice. Oh mein Gott, Onyx, mach doch mal. Nein, nicht sterben, Onyx. Onyx! Hör auf! Es war so klar. Wo rennt der bitte diese Samen hin? Wo rennt es denn hin? Kannst du dich bitte in die entgegengesetzte Richtung laufen, du Idiot? Und nicht immer nur gegen die Wand. Los, Onyx. Ey, das ist so schwer einfach. Ey, das wird nichts. Ey, so was soll ich denn machen, Mann? Wenn der Reitschuh da reinläuft, ich kann doch nichts dagegen machen. Ja. Was soll ich dagegen machen, Alter? Ich kann doch nichts dagegen machen. Ich bin doch abgehauen. Was soll ich denn noch machen, Alter? Es ist so unfair einfach. Es ist keine Ahnung. Es macht keinen Spaß. Weißt du, das macht zwar keinen Spaß, Alter. Das macht keinen Sinn. Weißt du? Es macht einfach keinen Sinn. Ernsthaft. So, wie soll ich? Ich bin doch abgehauen, weißt du? Es macht alles keinen Sinn. Ich muss halt echt gucken, dass ich mir langsam mal ein Visaflor gönne, aber. Wow. Was für ein Rotz, Mann. Ich meine, der Kampf sah bis zum Ende gut aus, ja? Bis Giflor kam. Ich hatte bis zum Ende keine Probleme gehabt. Dann kam Giflor und dann war vorbei. So. Weil diese ganzen Boss-Attacken so krass sind und so einen Schaden machen, ich kann nichts dagegen machen, Alter. Das ist einfach so. Ich komme dagegen nicht an. Also gegen Ende hin wird es halt echt unfair. Das ist halt so. Also die ganzen normalen Pokémon im letzten Kampf machen gar keinen Schaden. Und dann kommt Giflor an, weißt du? Ich habe das Gefühl, das Spiel läuft noch nicht ganz bugfrei, ne? Ich habe das Gefühl, da gibt es noch ein paar Bugs in diesem Spiel. So, ernsthaft. Mann, 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 Mann. Diesmal gibt es sogar 4 Wellen hier, oder was? Ja, moin. Moinsen. Ja, aber ich habe gerade den 6. Juni. Und ich denke mal, ich werde echt diesen Tag nutzen,
um im Stream Bisasam zu Bisaflor zu machen und vielleicht sogar oder Taubsi zu oder Tauboga zu Tauboss. So. Wo geht der Felsrad bitte hin? Das ist auch so das Ding. So, das kann mir doch auch keiner erzählen, dass das irgendwie nicht, dass das keine Bugs sind, so. Wo der, Felsgrab von Onyx manchmal hingeht. Das kann mir doch keiner erzählen, so. Das muss doch mit Lex zu tun haben. Anders kann ich mir nicht erklären. So, komm. Jetzt zu dritt gegen Pixie. Das sollte doch wohl kein Ding sein. Auch diese Attacken, weißt du, was die starken Pokémon für eine Range einfach haben. Es ist einfach krank. Da, schon wieder. Schon wieder geht der Felsgrab von Onyx so krass daneben. Ich check das nicht. Das ist doch nicht normal. Das hat sich irgendwie gepusht. Wahrscheinlich irgendwie die Verteidigung erhöht oder so. Keine Ahnung. Egal. Wir haben noch relativ getankte, oh Gott. Wir haben noch ein gutes Bisasam am Start. Onyx ist fast tot so, aber ich meine, wenn es auch mit seinen, ja, ne? Wenn es mit seinen Felsgräben nicht trifft und keinen Schaden macht, was soll ich dagegen machen? So, da kann ich auch nichts für. Das ist doch so. Komm, let's go. Let's go. Auch ohne Onyx kriegen wir das hin. Ja, war klar, dass das Raichu wieder stirbt, aber egal, wir schaffen es jetzt. Das war's. Da, schon wieder geht. Das ist doch nicht normal. So, warum geht der Felsgrab denn bitte in den Felsen rein? Das macht in so vielen Ebenen gar keinen Sinn. Okay? Das macht gar keinen Sinn. Ich würde da echt von Spielfehlern reden, weil es ist doch nicht normal. So wie oft einfach der Felsgrab von Onyx daneben geht. So, jetzt mal ernsthaft. So, weißt du, alles, was recht ist, aber das kann doch nicht sein. So, kann ich noch irgendwem diesen Stein geben? Ja, Raichu. KP-Heilung nach Sieg. Oi, das lassen wir mal. Und ansonsten, ah, guck mal an, Onyx können wir noch diesen Stein geben. Muss alles wieder verwertet werden, meine Fräuleins, ja? Das ist ja ganz klar. Jetzt ist die Frage, schaffen wir den Boss auch? Wir probieren's. Ich denke zwar nicht, aber mal gucken. Wenn nicht, habe ich alles probiert. Auch hier wieder vier Phasen selbstredend, ja moin. Ja. Man muss aber auch zugutehalten, wir haben einfach vier Phasen durchgehalten, unterlevelt. Vier Phasen, okay? Ah, und der Felsgrab trifft wieder mal nicht. Ah, kennt man natürlich. Ist immer noch richtig krass so. Habe ich Onyx irgendeinen Stein gegeben, der dafür sorgt, dass es schlechter trifft oder was? Ich weiß es nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber sieht für mich danach aus. Ah, Nidorinas! Ah! Und Feierabend! Tschüss. Sehr gut. Nochmal die KP auffüllen lassen. Okay, reitest du dann eben nicht, dann renn halt weiter in den Tod. Kannst du gerne machen, ist kein Problem. Kein Problem? Kein Problem! Ja. Ah, ich finde immer noch, ne? Man sollte in diesem Spiel echt die Kamera verbessern. Man sollte dem Spieler die Möglichkeit geben, hier rumzuscrollen. Im Kampfmenü, oder? Weiß nicht. Wenn nicht das, dann sollte man vielleicht dem Spieler die Wahl lassen, zu welcher Perspektive man switcht. Wenn man die Onyx-Perspektive haben oder die Bisasam-Perspektive oder die Raichu-Perspektive oder generell die Pokémon-Perspektive, dass man sehen kann, okay, das machen meine Pokémon gerade. Weil es passiert einfach so unfassbar oft, dass irgendein Pokémon außerhalb des Sichtfelds rennt und du siehst nicht, was er macht. Und
Und da wäre es halt nice, wenn man die Kamera switchen kann. Vielleicht kann man sie switchen, nur ich weiß nicht, wie das geht. Kann sein. Okay, nice Tendo. Seht ihr, was ich meine? Wo geht der Felsgrab denn hin? Wo geht der Felsgrab denn? Ey, dein Ernst? Das macht keinen Sinn, ne? Das macht keinen Sinn. Ja, Felsgrab trifft wieder mal gar nicht. Das ist halt so ein schlechtes Spiel manchmal, ne? Ich check's nicht. Ich check's halt ein. Also, ne, wisst ihr, was ich meine? Das macht einfach auf so vielen Ebenen gar keinen Sinn, Alter. Es ist halt einfach so. Ja. Die Onyx einfach auch fast stirbt so. Kennt man. Alter. Ja. Felsgrab wird ab. Ich kann da nichts. Ey, es ist halt schlecht, Mann. Ich kann nichts machen dagegen, Alter. Weißt du, wie ich meine? Es ist einfach so schlecht, Mann. Ey, das macht doch so keinen Spaß, ey. Oh. Das ist aber mal ein krasser Kraftstein. Ja, den nehme ich doch mal sofort mit, oder? Tja. Auf jeden Fall. Ja, ist die Frage, wer soll den bekommen? Onyx nicht, weil seine Attacke trifft sowieso nie, also egal. Komm, zack. Ja, heftig, Alter. Einfach mal. Das ist so out of nowhere, so ein krasses Item bekommen, ey. Und jetzt stellt euch vor, wir wären noch weiter gekommen im Spiel. Hätten noch mehr Items bekommen. Ja. Aber gut. Ich würde sagen, wir machen kurz mal die Kochtöpfe auf, beenden dann den Part. Und ich werde mich dann mal offscreen darum kümmern, im Stream, dass ich sowohl mir Bisaflor als auch Tau Boss gönne, ja. Okay, wen bekommen wir da raus? Sah mir erstmal aus wie ein Flummel, aber es ist ein Pipi. Ja moin, ein Pipi-Podes. Auch zum ersten Mal bekommen. Ist das hier Metronom? Das ist Spotlight. Yeah. Willkommen im Spotlight. Mhm. Das Kubulim-Bouillon, let's go, ja. Victor, alles klar, Brudingos, ich wär weg. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, haut rein und ciao. Wisst ihr was, wir gehen mal ganz kurz ins Spezialtraining rein und pumpen Bisa-Samen ein bisschen hoch. Moinsen. Und packen dafür halt die übelsten Billo-Pokémon rein. Oh, das gibt sogar relativ gute Erfahrungspunkte. Wie viel gibt denn Tauboga? Ah, lohnt sich nicht. Ich meine, ich habe niemals darüber nachgedacht, ihn wegzuwerfen. Was wollt ihr von mir? Hoi. Und wie viel gibst du? Hui. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und das Dicker kann auch weg. Alles klar. Ding, 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 ding. Ah, gut, ey. Bisasam macht gut Level gerade. Lecker. Mm. Wow. Kein Problem. Kein Problem. Okay, ich würde sagen, das lassen wir dann erstmal so, oder? Wir machen's. Let's go. Wir entwickeln Bisasam heute zu Bisaknosp und gucken uns die Werte an. So, 1883, 675. Wir merken uns das mal. 1800 irgendwas, 600 irgendwas. Ja. Ja, moin. Hi, Bisaknosp, Bruders. Okay, Alter, nice. Brudingos, dann wäre ich für heute raus. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir haben dieser Knospe am Start und können damit hoffentlich auch beim nächsten Mal rasieren.
Mal gucken. Haut rein und ciao. Ach, die Suppe muss noch, oder? Hallo? Wieso ist die Suppe noch da? Ist das ein Glitch? Ist das ein Glitch? Hallo? Suppe? Ich kann die Suppe nicht mehr auswählen. Ach nee, ich musste erstmal das Dick da. Okay. Wenn euch der Part gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Das würde mich sehr freuen.